Dancing with the Stars heißt ein Format in den USA, das mit Let's Dance vergleichbar ist. Dass in der aktuellen Staffel in ihm auch Hochstaplerin Anna Sorokin antanzt, sorgt ohnehin für Wirbel. Als sie nun vom Publikum aus der Show gewählt wird, kommt es erst recht zum Eklat. Ihre Teilnahme war von Anfang an umstritten. Möglicherweise hat auch dies dazu beigetragen, dass Hochstaplerin Anna Sorokin frühzeitig aus der Tanzshow Dancing with the Stars, eine Art US-Pendant zu Let's Dance, geflogen ist. In jedem Fall bekam die 33-Jährige von den Zuschauerinnen und Zuschauern so wenig Stimmen, dass sie bereits nach der zweiten Ausgabe der aktuellen Staffel die Segel streichen musste. Ihr Abgang fiel dabei so anschammernd aus, dass der Eklat jetzt wirklich perfekt ist. Auf die Frage von Moderatorin Juliane Haff, was sie aus dem Wettbewerb mitnehme, antwortete Sorokin mit einem knappen Nichts. Später veröffentlichte Haff genau diesen Ausschnitt aus der Show auf ihrem Instagram-Profil und merkte dazu an: Da habt ihr es. Ikonisch. Den Post garnierte sie zudem mit einem lachenden und einem Totenkopf-Emoji. Viele FollowerInnen und Follower der Moderatorin können über Sorokins Auftritt allerdings so gar nicht lachen. Das ist nicht ikonisch, das ist geschmacklos, findet etwa ein User. Und eine andere Nutzerin fragt: Ikonisch? Wie wäre es mit unverschämt? Auftritte mit Fußfessel. Auch Jurorin Kerry-Anne Inaber findet deutliche Worte für Sorokins Verhalten. Im Interview mit Entertainment Weekly bezeichnete sie den Kommentar als herabwürdigend gegenüber der Chance, die der Kriminellen gegeben worden sei, und ihrem Tanzpartner Ezra Sosa, der sein Debüt in der 33. Staffel des Formats feierte. Wir alle haben uns bemüht, ihr eine faire Chance zu geben. Aber ich glaube nicht, dass sie das sehen konnte, und das ist eine Schande, erklärte Inaber. Gefragt, ob sie glaube, dass das Publikum Sorokin keine Chance gegeben habe, antwortete sie: Ich denke, unser Publikum hat das getan, was es für richtig hielt. Die Fans seien leidenschaftlich und engagiert und stimmten nur für diejenigen, die es auch verdienten. Die Teilnahme von Sorokin an der Tanzshow war von vornherein umstritten und nur unter bestimmten Auflagen möglich. Die verurteilte Hochstaplerin befindet sich schließlich noch immer unter juristisch angeordnetem Hausarrest. So musste sie eine elektronische Fußfessel tragen, die passend zum Tanzoutfit mit Glitzersteinchen besetzt war. In derselben Folge wie sie schied auch die ebenfalls teilnehmende US-Schauspielerin Tori Spelling bei Dancing with the Stars aus. Déjame soñar contigo, déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.